So, guten Tag, meine Damen und Herren. Freut mich, dass doch so viele gekommen sind, obwohl das Wetter ja jetzt nun alles getan hat, um Ihnen den Weg hierher etwas zu erschweren. Zuerst mit Hitze bzw. mit der Ablenkung doch eher zum Woog zu gehen als hierher und jetzt mit diesem Extremregen. Das ist jetzt das letzte Live-Coding, das wir anfangen, versprochen. Wir werden danach dann etwas ganz anderes machen, nämlich auf die schwierigeren Stellen im Vorlesungsstoff eingehen. Das heißt, es wird vom nächsten Termin an so laufen, dass ich Ihnen als Aufgabe aufgebe, im Forum, in dem Thread Stand der Vorlesung, dass Sie vielleicht nochmal sich mit Nabla bzw. mit den Folien setzen bzw. mit den Kurzvideos nochmal in diesen oder jenen Algorithmus hineinfuchsen, und ich werde dann ganz konkret, ganz speziell hier die Themen ansprechen, die ein bisschen schwieriger sind, die man beim Anschauen der Videos bzw. mit Nabla nicht unbedingt so reich für sich erschließen kann. Oder nicht jeder für sich erschließen kann. Ich weiß nicht, ist da eine Meldung? Ja? Warum ich nicht Moodle nutze, Moodle-Forum anstelle vom Fachschaftsforum? Weil das Fachschaftsforum anonyme Postings erlaubt. Für Ankündigungen, die alle lesen müssen, benutze ich Moodle. Gut, ja, ich hatte eine Ankündigung in Moodle am Anfang des Semesters herumgeschickt, dass dieser Thread eröffnet ist und dass ich diesen Thread jedes Mal mit genau diesen Inhalten füllen werde. Was soll ich da sonst noch tun? Möchten Sie alle, dass ich das per Moodle herumschicke statt im Forum? Kann ich natürlich machen. Wem ist es lieber, dass ich den Stand der Vorlesung immer als Moodle-Mail herumschicke? Gut, dann mache ich das ab heute. Kein Problem. Noch eine Frage oder Anmerkung oder Verbesserungsvorschlag? Das wurde abgeschaltet im AOD-Teil? Okay, dann muss ich das, guter Hinweis, bis jetzt hat sich noch keiner da beschwert, dann ist das wahrscheinlich bei der Aktualisierung für dieses Semester, bei der automatischen Aktualisierung, nehme ich mal an, abgeschaltet worden. Das war nicht in meinem Sinne. Dann schalte ich das wieder an. Danke für den Hinweis. Wobei anonym ja durchaus auch heißen kann, hinter einem Nickname, nicht? Ich meine, ich habe keinen Zugriff auf irgendwelche Informationen, die hinter einem Nickname stehen. Ich verwalte dieses Forum ja nicht. Ach, fängt das schon wieder an mit dem Beamer. Also, 2,5 Beamer in diesem Raum sind kaputt. Gut, also wie gesagt, ich habe keinen Zugriff darauf, was hinter einem Nickname im Forum steht, und das haben nur die Betreiber des Forums, insofern ist auch das anonym und davon machen ja durchaus viele Leute Gebrauch. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Richtig, nochmal. Ich werde dann auch weiterhin immer sagen, was Sie sich vielleicht vorher anschauen, welche Algorithmen, weil ich darauf dann eingehen werde. Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich das klar gemacht haben, aber sowohl die jetzigen Teile der Vorlesung bisher, als auch das, was noch kommen wird, werden sich eins zu eins, also die bisherigen Teile sind eins zu eins Vorbereitungen auf die verschiedenen Theorietestate. Das werde ich nochmal jetzt, ich denke morgen, wenn ich die Umfrageergebnisse publiziere, werde ich das nochmal ganz deutlich die Zuordnung machen. Und auch eins zu eins Vorbereitung auf die Klausur.
Die bisherigen Live-Codings sind mit einer Vorbereitung auf die Aufgaben 4, 5 und 6 der Klausur. NABLA ist Vorbereitung auf 1, 2, 3 der Klausur. Und das, was wir im Weiteren machen werden, ist Vorbereitung auf Aufgabe 7 der Klausur. Was ich eben gesagt hatte, dass ich in die tieferen, schwieriger zu verstehenden Punkte bei den einzelnen Algorithmen und Datenstrukturen eingehen werde. Bitte? Bitte, ich verstehe nichts. Code Monkeys, ich will Ihnen ganz genau sagen, wozu Code Monkeys da ist. Gut, opfern wir jetzt vielleicht diese paar Minuten Zeit. Wir haben, das hatte ich Ihnen im ersten Termin kommuniziert, als es um Organisation geht, wir haben im letzten Jahr die brutale Erfahrung gemacht, dass die Studierenden zu einer sehr großen Anzahl erstmal wahrscheinlich nicht ausreichend Vorwissen aus der FOP mitgebracht haben, weiß ich nicht genau, das haben wir nicht abgeprüft, aber dass die Hürde, sich überhaupt mit dieser Art von Programmieren zu beschäftigen, so hoch war, dass sehr, sehr viele Studierende das überhaupt nicht gemacht haben, auch nicht vor der Klausur gemacht haben, mit dem Ergebnis, dass ich Ihnen kommuniziert hatte, dass über 40% Nichtbestehensquote in der Hauptklausur war letzten September. Ursächlich die Programmieraufgaben, die Java-Aufgaben, die Art von Aufgaben, die Sie auch in Code Monkeys sehen. Und wir haben gesehen, wir müssen uns mehr mit dieser Art von Programmieren hier beschäftigen. Wir müssen Sie mehr damit beschäftigen. Wir müssen Sie verbindlicher damit beschäftigen. Und das muss natürlich auch in einer effizienten, in einer wirtschaftlichen Form passieren. Und das ist mit Code Monkeys anders möglich, als wenn wir versuchen würden, das mit Tutoren zu regeln. So, wir haben begrenzte Tutorenmittel. Bitte? Ich kann die Live-Codings nicht in Code Monkeys machen, das war die Frage, weil ich andere Aufgaben mache, als in Code Monkeys implementiert sind. Und ich sehe jetzt, also ich sehe die Live-Codings, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt primär als Vorbereitung auf Code Monkeys, primär als Vorbereitung auf die Arbeit mit Java ohne ein Tool, ohne eine IDE, nur mit Stift und Papier. Also ich verwende jetzt nicht Stift und Papier, weil Sie meine Schrift wahrscheinlich nicht lesen können, unter anderem deshalb. Noch eine letzte Frage, dann würde ich gern zum Stoff kommen. Eine beispielhafte Code Monkey-Aufgabe in der Vorlesung machen können. Ja, das ist ein guter Hinweis, muss ich mal schauen. Es ist sowieso so, ich vermute mal, ich werde jetzt in der zweiten Hälfte der Vorlesung durchaus ein bisschen Zeit haben, sodass ich solche Dinge wahrscheinlich auch einschieben kann. Aber diese Woche wird es jetzt mit Sicherheit nichts mehr. Muss ich mal gucken, was da geht. Okay, dann würde ich diesen Punkt hier gerne beenden und wie gesagt zum letzten Live-Coding oder zum letzten geplanten Live-Coding. Falls von Ihrer Seite aus Anregungen kommen, dass man vielleicht das andere oder eine oder andere doch hier auch nochmal sich ansehen sollte auf diese Art und Weise und wenn es wirklich Zeit bleibt, dann kann es natürlich sein, dass wir nochmal sowas machen. So, erste Aufgabe. Wir haben zwei Arrays, wie üblich von einem beliebigen Datentyp, also deshalb wieder generisch. Und wir fordern, dass diese beiden Arrays existieren, dass sie also die beiden Variablen a und b nicht auf null verweisen, nicht den symbolischen Wert null enthalten. Und die Frage ist eine einfache, grundlegende Fragestellung: Wenn ich zwei Sequenzen habe, ist die eine in der anderen in derselben Reihenfolge enthalten? Was heißt das in derselben Reihenfolge? Das sehen Sie vielleicht am ehesten hier an den Beispielen. Hier sehen Sie eine Sequenz CDDG, der Inhalt des einen Arrays, A. Und hier sehen Sie einmal C, einmal D und einmal G. Und das Ergebnis ist True.
Die linke Sequenz ist mit allen Duplikaten, also mit dem einen Duplikat D, hier in der rechten Sequenz in B ganz enthalten. Hier sehen Sie wieder dieselbe Sequenz links. Hier haben Sie ein C, ein D und ein G, aber das Duplikat fehlt. Sie haben nur einmal ein D und deshalb kommt in dem Fall false heraus. Hier noch ein anderer beispielhafter Fall, wieder dieselbe Sequenz A, dasselbe Array A. Und Sie haben hier zwar schon alle Elemente drin, C, D, G, D, aber nicht in der richtigen Reihenfolge, nicht in der Reihenfolge C, D, D, G. Und deshalb kommt auch im dritten Beispiel false heraus. Ja? Sie haben das ja öfters jetzt schon mal gesehen, es ist immer wieder sinnvoll, wenn Sie beispielsweise eine Methode spezifizieren, genauso wie Klassen beispielsweise auch oder Interfaces, dass es durchaus sinnvoll ist für das Verständnis, ein paar beispielhafte Fälle, also ein paar Beispiele herzunehmen, die so alles, wo der Leser vielleicht drüber nachdenken müsste, einfach einmal abdecken. So, das sollte man aber dann trotzdem sich nicht auf Beispiele verlassen, sondern auch spezifizieren in Schrift, in Text, was diese Methode dann leisten soll, unter der Voraussetzung, dass die Vorbedingung erfüllt ist. Einmal in abstrakter Prosa und einmal mit, das heißt, miteinander verbunden, etwas formaler formuliert. Sie können jedes Element in A abbilden auf ein identisches Element in B. Wollen wir hier Java-Schreibweise hernehmen mit doppeltem Gleich. Und diese Funktion soll streng monoton steigend sein. Das heißt also, Sie können nicht beispielsweise hier dieses G, dieses D, Dora, auf dieses Dora und zugleich auch dieses Dora auf dasselbe Dora rechts abbilden, denn diese Funktion, diese Abbildungsfunktion, die die Korrespondenz herstellt zwischen den Elementen in A und gewissen Elementen in B, die soll streng monoton steigend sein. Und genauso hier, haben wir zwar C, D, D, G drin, C, D, D, G, aber Sie sehen schon, ich bin eins zurückgegangen, nicht streng monoton steigen. Gut, den Code habe ich schon vorher implementiert, darum soll es jetzt heute nicht mehr gehen. Heute geht es nur noch um Komplexität, wie der Name dieser Datei ja auch suggeriert. Wie geht diese Methode vor? Die geht ganz einfach vor, vielleicht kann man es auch besser implementieren. Noch eine Frage oder Anmerkung? Müssen wir einen Komparator benutzen anstatt gleich, war die Frage. Hängt davon ab, Sie erinnern sich vielleicht, ich glaube es war in der ersten inhaltlichen Vorlesung, also in der zweiten, am zweiten Vorlesungstermin, wo wir das diskutiert haben, Sie können entweder Wertgleichheit oder Objektgleichheit testen. Das muss man natürlich spezifizieren. An dieser Stelle hätte ich das vielleicht hier oben auch spezifizieren sollen. Kann ich eigentlich gleich aufgrund Ihrer Anmerkung nachtragen, damit das hier für den Leser keine Missverständnisse gibt, dass nicht die Werte verglichen werden, sondern die Objekte, dass halt beide Verweise auf dasselbe Objekt verweisen. Beides ist möglich. Ich gebe Ihnen absolut recht. Der Normalfall ist natürlich der, dass man nicht auf gleiches Objekt vergleicht, sondern auf Wertgleichheit. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Comparator, weil wir ja nicht kleiner oder größer hier haben, sondern nur Gleichheit, sondern mit der Methode equals beispielsweise. So würde man das rangehen, aber ansonsten gebe ich Ihnen voll und ganz recht. Ich habe mich hier entschieden, der Einfachheit halber die Objektgleichheit zu testen mit dem ganz normalen Operator gleich und muss akzeptieren, dass die Kritik, dass das ja eigentlich so zumindest unüblich ist.
So, wie gehe ich hier vor? Erstmal eine Kleinigkeit vorneweg. Wenn der erste Array größer ist als das zweite Array, dann wissen wir, wie die Antwort lautet von vornherein. Es ist völlig unmöglich, dass sie alle Elemente von A in B disjunkt wiederfinden. Das geht einfach nicht. So, ansonsten wissen wir also ab dieser Stelle, dass die Länge von A mindestens so groß ist wie die, höchstens so groß ist wie die Länge von B. Und was wir hier machen können in dem Fall ist, natürlich könnte man es das einfacher implementieren mit zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen, wo ich in der einen Schleife, in der äußeren Schleife, jedes Element von A durchgehe und in der inneren Schleife dann jedes Element von B durchgehe, bis ich die Identität gefunden habe. So könnte ich allerdings, so könnte man denken, ist aber funktioniert aber nicht so einfach, denn unter Umständen kann es ja sein, dass ich für mehrere Vorkommen in A dann dasselbe Vorkommen in B finde und das war ja explizit ausgeschlossen. So einfach funktioniert es also nicht, wie ich jetzt eben mündlich gesagt habe, und selbst wenn es funktionieren würde, wäre es von der Komplexität her ungeschickt, weil dann die Gesamtzahl der Schleifendurchläufe für die innere Schleife gleich Länge von A multipliziert mit Länge von B ist. Und wenn A und B, A ist vielleicht im Millionenbereich, B im Milliardenbereich, dann können Sie selber ausrechnen, wie viele Schleifendurchläufe wir dann haben. Es gibt eine geschicktere Methode in so einem Fall, indem wir einfach hier in B einen Marker setzen, den ich jetzt, ist wahrscheinlich nicht der geniale Name, von wo an man jetzt immer weiter sucht. Bis dahin sind wir schon durch B durchgelaufen. In den vorangehenden Durchläufen durch diese Vorschleife hier, durch diese Vorschleife hier immer vielleicht weitergeschoben. Und ab da suchen wir dann im nächsten Durchlauf der Vorschleife erst weiter. Also wie gehen wir vor? Vielleicht gucken wir uns an, was passiert in dem allerersten Durchlauf, um zu verstehen, was da insgesamt passiert. Im allerersten Durchlauf durch die Schleife, das heißt, wo wir das erste Element von A betrachten, A0, gucken wir, wo wir dieses Element finden, wo wir dieses Element zum ersten Mal finden. Und wenn wir es gefunden haben, setzen wir gefunden, found of true, und setzen diesen Marker im Array B, diesen Index, auf 1 hinter diese Stelle, denn bis dahin haben wir alle schon durchsucht von dem Array und haben das aktuell betrachtete Element in A gefunden, am Anfang A0. Ich probiere nochmal was, das hat komischerweise beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal funktioniert. Nämlich, komischerweise funktionieren nämlich auch die beiden Anschlüsse nicht unbedingt gleich. Moment. So, jetzt müsste theoretisch, mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Ich habe nur den Anschluss gewechselt. Hier sind zwei VGA-Anschlüsse. Und einmal schon hat es funktioniert, allerdings war das umgekehrt. Da hatte ich von dem, wo es jetzt drin steckt, auf den anderen gewechselt und dann hat es plötzlich fehlerfrei funktioniert. Jetzt habe ich es umgekehrt gemacht. Mal gucken. Ich habe immer noch den Verdacht, dass irgendjemand hier ein Gerät hat, mit dem er das manipuliert. Bitte? Reicht es nicht, wenn sie mir eine Schleife macht, war die Frage, die einmal über alles durchgeht. Ja, die nur über B geht. Ja, das könnte auch funktionieren, denke ich. So wie ich sie jetzt verstanden habe, müsste das auch funktionieren. Dass sie nur eine Schleife über B haben und da bei der Gelegenheit immer die Elemente von A mitnehmen. Aber ich bin mir sicher, dass das von der Komplexität her auf dasselbe hinauslaufen wird. Insofern ist es Jacke wie Hose.
Gut. So. Also, und jedes Mal, wenn wir die entsprechende Abbildung gefunden haben, müssen wir natürlich eins dahinter starten und so weiter. Und wenn wir auch nur ein einziges Mal nicht dahin gekommen sind, dass wir Found gleich True gesetzt haben, in einem Durchlauf durch die Schleife, durch die Elemente von A, wenn das auch nur ein einziges Mal passiert, dann wissen wir natürlich, wir haben nicht alle Elemente von A in B gefunden und können dann vor zurücklaufen. Und wenn das wiederum nie passiert, dann wissen wir, wir haben alle Elemente mindestens einmal gefunden und können True insgesamt zurückgeben. Also eigentlich keine so komplizierte Methode nicht. So, wie sieht es mit der Komplexität aus? Da ist es immer sinnvoll, um die Schreibarbeit zu sparen und um das Ganze übersichtlicher zu halten, um das Ganze auch wieder in die mathematische Notation ein bisschen hineinzudrücken, die Ihnen ja vielleicht auch vertraut ist, dass wir hier solche Abkürzungen machen, M und N. Und das ist jetzt etwas, was Sie auch auf dem Testatsblatt Nummer 3 wiedersehen. Wir haben hier verschiedene Fälle durch dieses if an dieser Stelle. Und das heißt also, worst case, falls m größer n ist, falls a länger als b ist, was ist da der schlimmste anzunehmende Fall in dieser Situation? Ja, wir müssen uns klar machen, das werde ich gleich nochmal zusammensammeln, wenn alles dasteht. Wir müssen uns klar machen, für jede Länge von a und jede Länge von b in Kombination, also für jede Kombination von m und n, haben wir einen schlimmsten und einen besten Fall. Vielleicht haben wir auch mehrere schlimmste und mehrere beste Fälle, ist egal. Aber wir haben sozusagen eine asymptotische Komplexität, wo es am schlimmsten hingehen kann, mit Arrays, die die Länge m und n haben, und eine asymptotische Komplexität, die am besten erreicht werden kann, mit bestimmten Arrays der Länge m und n. Und falls m größer n ist, ja, was ist da? Da gibt es nicht irgendwie nur einen spezifischen Worst Case, sondern egal, wie die Inhalte von A und B aussehen, das ist alles sozusagen Worst Case. Vielleicht, um anzudeuten, dass das Ganze natürlich hier ein ungewöhnlicher Fall ist, in Hochkomma gesetzt. Und die interessante Frage ist natürlich der Sonstfall, wenn m kleiner gleich n ist. Was ist da der Worst Case? Was ist der schlimmste Fall, der an dieser Stelle hier vorkommen kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir durch b einmal ganz durchlaufen mussten. Durch a müssen wir sowieso durchlaufen. Das sagt uns die Vorschleife. Aber bei B kann es ja passieren, dass wir, bevor wir ganz am Ende von B da sind, dass wir im letzten Durchlauf durch die große Schleife schon alle Vorkommen gefunden haben, das letzte Vorkommen von A in B gefunden haben und vorher Schluss machen können. Das Schlimmste, was uns passieren kann, von der Anzahl der Durchläufe, von der Komplexität her, vom Aufwand her, ist, wenn wir bei B bis zum bitteren Ende durchnudeln müssen. Also wenn der Output false ist. Dann haben wir am meisten Zeit verloren in dieser Methode. Und was heißt das dann? Wir haben jetzt eine Fallunterscheidung, aber Theta von MN, also die asymptotische Komplexität, wenn wir sie wirklich genau bestimmen können, wenn wir sie nicht einfach mit O von oben oder mit Omega von unten bestimmen können, sondern
wenn wir sie genau bestimmen können, hat ja nicht lange gehalten mit diesem kleinen Trick. Wenn wir sie genau bestimmen können, dann haben wir hier eine Fallunterscheidung zu machen. Theta ist eine Funktion im M und N, und wo wir zwei verschiedene Fälle haben. Und das kann man zum Beispiel so ausdrücken: eine Funktion f von m und n, wobei f von m n gleich 1 für m größer n und sonst f von m n gleich, ja, was? Was passiert da? Was passiert im schlimmsten Fall? Wir haben m wie Martha Iteration hierdurch. Wir haben insgesamt n wie Nordpol Iteration hier. Ja? Über alle Iterationen der äußeren Vorschleife hinweg haben wir in der inneren Vorschleife im schlimmsten Fall n wie Nordpol viele Iterationen, bis wir ganz am Array B Ende angekommen sind. Und m ist kleiner n, kleiner gleich n in diesem Fall, also f von mn gleich n, weil m wie Martha dominiert wird durch n wie Nordpol. So kann man das zum Beispiel schreiben, wenn die Funktion, die die asymptotische Komplexität beschreibt, eine Fallunterscheidung erfordert. Dann können wir das, was ich hier als Gedächtnisstütze hingepackt habe, auch nochmal wegnehmen. So, Best Case. Wie sieht der jetzt aus? Auch hier wieder haben wir eine Fallunterscheidung, dieselbe Fallunterscheidung. Falls m größer n ist alles Best Case. Ja, es ist vollkommen egal, wie die Inhalte von A und B aussehen, sowie die Länge. Diese Bedingung erfüllt, ist alles Jacke wie Hose. Jeder Fall ist Best Case und Worst Case. Sonst, wann ist jetzt der Best Case? Wie muss die Situation aussehen, damit wir so wenig wie möglich Aufwand haben, um zum Ergebnis zu kommen? Naja, kurz mal scharf nachgedacht, kurz mal scharf hingeschaut. Vielleicht mal kurz hier über die Beispiele meditiert. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn A im Prinzip ein Präfix von B ist. Wenn die ersten Elemente von B in derselben Reihenfolge identisch mit den Elementen von A ist. Denn dann können wir Schluss machen, im ersten Durchlauf durch die äußere Schleife finden wir sofort den ersten Treffer hier. Im zweiten Durchlauf, wo wir dann auf die nächste Position, auf der nächsten Position beginnen, finden wir sofort den nächsten Treffer. In jedem Durchlauf durch die innere Schleife finden wir sofort den Treffer, wenn das der Fall ist, dass A ein Präfix von B ist. Wunderbar. Sonst, wenn A ein Präfix von B ist. Ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist, nicht? Könnte man natürlich, wenn man sich nicht sicher ist, dass das jeder versteht, nochmal genauer ausführen, aber ich denke, wir verstehen uns hier. So, was bedeutet das? Ähnlich wieder, Theta von einer anderen Funktion mn, wobei wieder g von mn gleich 1 für m größer n ist. Ja, dieselbe Situation wie beim Worst Case. Sonst ist g von mn gleich was? Nicht mehr gleich n, denn wir durchlaufen ja das große Array B ja gar nicht bis zum Ende. Wir durchlaufen das Array B nur so weit, wie A groß ist. Ja, wir durchlaufen A so weit, wie A groß ist, und parallel im besten Fall durchlaufen wir auch B so weit, wie A groß ist. A hatte
die Länge hatte die Abkürzung M, können wir hier einsetzen. Und Sie sehen jetzt hier den Unterschied. Im Worst Case ist die asymptotische Komplexität proportional zur Länge des längeren Arrays, also von B dann. Im Normalfall, wenn B größer als A ist und im Best Case so groß wie die Länge des kleineren Arrays A. Und das nochmal, was ich hier hingeschrieben habe, um das nochmal klar zu machen, das ist sehr, sehr wichtig und es ist auch etwas, was immer wieder gerne missverstanden wird und dann fehlangewandt wird in Aufgaben. Wir haben hier zwei Funktionen, der Worst Case und der Best Case sind beschrieben in der Länge der beiden Parameter, der beiden Längen, in diesen zwei Parametern M und N und sind zwei Funktionen in M und N und für jede erlaubte Kombination von M und N müssen wir angeben, welchen Wert diese Funktion für diese Kombination hat. Ich hätte natürlich hier auch ausschließen können, dass A länger als B ist. Hätte ich hier als Vorbedingung reinschreiben können, dass A höchstens so lang wie B sein darf, mit dem Ergebnis, dass ich hier dann keine Fallunterscheidung hätte machen müssen, weil dieser Fall hier und hier natürlich weggefallen wäre. Ich habe mich dafür entschieden, das nicht zur Vorbedingung zu machen, dass der Algorithmus also tatsächlich das korrekte Ergebnis auch dann liefert, wenn M größer N ist und muss das dann natürlich in der Komplexität dieser Methode berücksichtigen durch diese Fallunterscheidung. So, erstes Beispiel damit soweit durch. Symmetrische Differenz zweier Listen. Eben hatten wir Arrays, jetzt haben wir Listen. Und Sie kennen ja diese Vorbedingung, die wir erwarten. Wir bekommen zwei Listen rein, List 1 und List 2. Das sollen korrekt gebildete lineare Listen sein. Ich erwarte, dass der Leser weiß, was damit gemeint ist. Also jemand, der das nicht weiß, dem fehlen irgendwelche grundlegenden Vorkenntnisse in der Informatik. Das heißt, wenn man das hinschreibt, sollte man erwarten können, wer immer der Leser später sein wird, der diese Methode benutzen will, sollte wissen, was es heißt, diese Vorbedingungen zu erfüllen. So, was wollen wir rauskriegen? Die symmetrische Differenz. Also wir fassen Liste 1 und Liste 2 als zwei Mengen der Schlüsselwerte auf, von Schlüsselwerten auf, vielleicht gar nicht mal als Mengen, sondern als Multimengen, weil Duplikate nicht ausgeschlossen sind. Und was wir rauskriegen wollen, sind bestimmte Schlüsselwerte, nämlich die, die entweder in der einen Liste sind oder in der anderen Liste, aber nicht in beiden. Das heißt, mengentheoretisch gesprochen, die Vereinigung dieser beiden Mengen ohne den Schnitt dieser beiden Mengen. Das ist die symmetrische Differenz. Hier habe ich noch mich dazu entschieden, hier noch etwas dazu zu schreiben. Die Reihenfolge der Schlüsselwerte im Output ist nicht vorgegeben. Muss man nicht unbedingt schreiben, ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, ob man das explizit hinschreibt oder ob man erwartet, dass der Nutzer keine Reihenfolge erwartet, keine spezifische Reihenfolge der Schlüsselwerte erwartet. Aber mit diesem Satz, egal, ob ich ihn explizit hinschreibe oder ob ich ihn mir implizit hinzudenke und der Nutzer der Methode muss sich das dann auch implizit hinzudenken und tut das hoffentlich auch. Mit diesem Satz erlaube ich mir jederzeit die Implementation dieser Methode so abzuändern, dass sich an der Reihenfolge der Ausgabe auch irgendwas ändert. Laut diesem Vertrag hat der Nutzer der Methode nicht das Recht, eine bestimmte Reihenfolge zu erwarten. Das heißt, manchmal passiert das ja, man guckt sich den Output an und stellt dann fest, aha, die und die Reihenfolge kommt raus. Das kann ich doch ausnutzen. Das ist schon die Sortierreihenfolge, die ich haben will. Dann brauche ich nicht mehr zu sortieren oder so etwas. Prima. Aber dieser Satz besagt, darauf darf man sich nicht verlassen. Es kann jederzeit sein, dass die Methode anders implementiert wird und dass sich diese andere Implementation auswirkt auf die Reihenfolge.
So. Was ist jetzt die symmetrische Differenz zum Beispiel hier? A haben wir in einer der beiden Listen drin, B haben wir in beiden drin, kommt deshalb im Ergebnis nicht vor, C haben wir nur in einer drin, E haben wir nur in einer drin, F haben wir in beiden drin, B haben wir in beiden, wie gesagt, D wie Dora haben wir in beiden, F haben wir in beiden, aber H und J haben wir nicht in nur in einer drin. Und das ist so der Normalfall, den man sich so vorstellt, symmetrische Differenz zweier Listen. Man sollte bei den Beispielen immer daran denken, auch Sonderfälle mit zu berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn das eine Teilmenge ist von dem anderen, dann ist natürlich das Ergebnis einfach die nicht symmetrische, die normale Mengendifferenz. Und wenn wir auch das ein Spezialfall, wo es zum Verständnis hilfreich ist, wenn man das als ein Beispiel mal thematisiert. Zweimal dieselbe Liste ergibt natürlich eine leere symmetrische Differenz. So, wie sieht die Methode aus? Ein bisschen länger, aber das muss uns nicht verdrießen. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass da wir jetzt im Prinzip zweimal dasselbe gemacht haben, einmal so rum und einmal so rum, einmal um die eine Differenz, die eine normale Differenz, Liste 1 ohne Liste 2, zu berechnen und anzuhängen in die Ergebnisliste und einmal eben umgekehrt. Man kann es vielleicht wahrscheinlich sogar auch besser machen, auch von der Komplexität her besser machen, ein bisschen raffinierter, ausgefuchster. Aber das, was ich hier gerne zeigen möchte an diesem Beispiel, das lässt sich an dieser Implementation zeigen. So, vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis. Wie gehen wir vor? Wir haben eine Resultatsmenge in Form einer Liste und geben natürlich am Ende das Resultat zurück. Und da sammeln wir dann schrittweise in diesen beiden Vorschleifen die einzelnen Elemente auf, die wir als Teil des Resultats identifiziert haben. So, wir gehen in dem einen Fall, gehen wir eben durch die eine Liste durch. Sie kennen ja dieses Schema, wie man durch eine Liste durchgeht. Haben Sie oft genug hier in der Vorlesung gesehen und sicherlich auch dann im Übungsbetrieb. Und wir gehen ganz blindlings einfach vor, einfach dann die andere Liste durch. Hier haben wir wieder Objektdifferenz, Objektgleichheit. Sollte man sicherlich auch wieder notieren, dass wir nicht Methode Equals oder irgendwas nehmen, um auf Gleichheit zu testen, sondern einfach den Gleichheitsoperator, der auf Objektgleichheit und nicht auf Wertgleichheit testet. So, wir gehen also für jedes Element der einen Liste, gehen wir durch die ganze Liste durch und sollten wir dann eine Identität gefunden haben, das heißt also, sollte dieser Schlüsselwert dann in der Schnittmenge von beiden sein, von beiden Listen sein, dann stellen wir fest, der ist gefunden und können an dieser Stelle natürlich aufhören. Und sollten wir diese Identität für keinen einzigen Schlüsselwert in der zweiten Liste hier feststellen können, das heißt also, sollten wir in der ganzen Schleife nie is found auf true gesetzt haben, dann hängen wir dieses Element eben an die Liste an. Und Sie sehen in der Art und Weise, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dieses Anhängen, dass es schon seinen Sinn hat, dass ich hier explizit geschrieben habe. Die Reihenfolge der Schlüsselwerte im Output ist nicht vorgegeben. Denn ich mache es mir in dieser Implementation etwas einfach und hänge das nächste gefundene Element nicht hinten an die Liste an, sondern da, wo ich sowieso bin, nehme ich ganz vorne. Die einfachste Möglichkeit, ein Element anzuhängen an eine Liste, ist immer ganz weit vorne. So, Sie kennen diese vier Zeilen im Prinzip. Wir richten ein neues Element ein, um darin den Schlüsselwert zu speichern, den wir ans Ergebnis anhängen wollen. Speichern den Schlüsselwert entsprechend. Hängen hier die bisherige Liste, wie sie bisher konstruiert worden ist, hinten an diesen neuen Knoten an und dürfen dann natürlich nicht vergessen, auch
den Pointer auf das Resultat, entsprechend auf diesen neuen Kopf, auf dieses neue Element der Liste zu setzen. Und das brauchen wir jetzt nicht weiter durchzugehen. Das hier ist 1:1 identisch, symmetrisch, 1 und 2 vertauscht. List 1 mit List 2 vertauscht, P1 mit P2 vertauscht, alles dasselbe. Kann man sicherlich besser machen, schien mir jetzt aber nicht notwendig zu sein, dass hier da noch mehr Energie reinzustecken für das, worum es hier gehen soll. So, seien jetzt M und N, eben hatten wir M und N die Längen der Listen, der Arrays A und B, jetzt natürlich die Länge der Listen, die wir da drin haben. Was ist jetzt der Worst Case? Wenn wir uns das nochmal hier angucken. Was ist der Worst Case, der in einer der beiden Vorschleifen, dieser beiden großen Vorschleifen passieren kann? Also drumherum Listenelement oder Listenpointer einrichten und zurückliefern, das ist natürlich alles zu vernachlässigen. Hier spielt die Musik. Na, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir niemals hier einen Break haben. Das heißt also, wenn wir für jedes Element der einen Liste durch die ganze andere Liste durchgehen müssen. Und welcher Fall ist das? Das ist der Fall, nie ein Break heißt, dass wir nie hier eine Identität festgestellt haben, dass die Elemente der einen Liste nicht in der Liste, in der anderen Liste drin sind. Kein einziges Element der einen Liste ist in der anderen Liste drin. Dann müssen wir hier immer diese Liste, diese Schleife bis zum bitteren Ende durchlaufen und dasselbe auch hier. Das heißt, der Worst Case ist, wenn die beiden Listen keine Elemente gemeinsam haben. Dann ist der Worst Case erreicht. Und was ist der Worst Case? Naja, wir müssen diese Schleife sowieso bis zum bitteren Ende durchlaufen. Da gibt es keinen Break für. Und die, haben wir gesagt, im Worst Case müssen wir bis zum bitteren Ende durchlaufen. Das heißt also, wir haben hier als Komplexität, können wir ganz genau angeben, nicht mit O und Omega, sondern mit Theta, M mal N. In der einen Schleife haben wir M-Iterationen, in der anderen Schleife N-Iterationen und hier im zweiten Teil ist es genau umgekehrt. Aber dank der Kommutativität der Addition auf natürlichen Zahlen ist beides natürlich dasselbe. M mal N gleich N mal M. So, was ist jetzt der Best Case? Überlegen wir uns. Sobald wie möglich hier soll immer ein Break sein und dann sind wir eigentlich in derselben Situation wie eben. Nämlich, wann ist der Break so früh wie nur irgend möglich? Naja, wenn die eine Liste hier, wenn diese Liste hier ein Präfix der anderen Liste ist. Also besser geht es ja sicherlich nicht. Wenn eine Liste Präfix der anderen ist. Das ist der beste Fall, der eintreten kann. So, was haben wir denn dafür für eine Komplexität? Zum Beispiel List 1 Präfix von List 2. Achso, anstelle von zum Beispiel kennen Sie natürlich etwas Formvollendeteres aus der Mathematik. Anstatt zum Beispiel schreibt man hier OBDA. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist jetzt List 1 die Liste, die von der anderen Liste das Präfix ist. Was haben wir dann für eine Komplexität? Wenn List 1 Präfix von List 2 ist, dann sind wir in einer der beiden Schleifen richtig gut dran.
Welche von den beiden ist das? Hier, diese hier. Wir gehen hier alle einmal durch und sind hier immer ganz, ganz schnell, so schnell wie möglich zur Hand mit dem Break. Für das erste Element im ersten Durchlauf, für das zweite Element im zweiten Durchlauf, für das dritte Element im dritten Durchlauf und so weiter und so fort. Das heißt, für den ersten großen Teil kriegen wir M Quadrat raus. Ja, für jedes dieser Listenelemente in der kleineren Liste, List 1, fürs erste müssen wir einmal durchgucken, fürs zweite zweimal, fürs dritte dreimal. Das heißt, im Durchschnitt m halbe Mal. Und das Halbe zählt nicht bei der Komplexität, weil wir Proportionalitätsfaktoren ignorieren. Das heißt also, wir kommen auf m Quadrat für die erste große Schleife, für den ersten großen Teil dieser Methode. Was kriegen wir für den zweiten Teil raus? Naja, im zweiten Teil sieht es jetzt nicht so gut aus. Warten Sie mal. Irgendwas denke ich jetzt gerade falsch, oder? Was ist jetzt der beste? Doch, ja. Richtig. Nee, das ist richtig. In jedem Fall haben wir das Element schon gefunden. Nee, ich habe jetzt nichts falsch gedacht, denke ich. So, jetzt in der zweiten großen Teil dieser Methode sieht es jetzt nicht ganz so rosig aus. Für die ersten M-Elemente, die gleich der anderen Liste sind, haben wir wieder dieselbe Situation. Ja, für die ersten paar Elemente haben wir dieselbe Situation, nämlich das erste Element passt mit dem ersten zusammen, das zweite mit dem zweiten ist identisch zum zweiten, das dritte ist identisch zum dritten und so weiter und so fort. Es passiert dasselbe im Prinzip wie umgekehrt. Aber dann gibt es ja noch mehr Elemente in der längeren Liste, in List 2. Und da sieht die Geschichte nicht mehr so gut aus. Noch eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Okay. Die Methode ist immer noch unterspezifiziert. Beziehungsweise wir können das vielleicht hier machen. Falls Duplikate erlaubt sind in List 1 und List 2, dann greift Ihre Argumentation. Und das, was ich jetzt hier alle schreibe, müssen wir ein Ansonsten hinschreiben. Sind Sie damit einverstanden? Gut, also betrachten wir die beiden Fälle. Ich lege mich jetzt nicht fest bei der Spezifikation, ob Duplikate erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie die Situation jeweils im Best Case ist. Im Worst Case, am Worst Case ändert sich nichts. Wenn die beiden Listen keine Elemente gemeinsam haben, müssen wir die Schleifen bis zum bitteren Ende immer durchgehen, um das festzustellen. Also, falls Duplikate erlaubt sind in beiden, dann kann es zum Beispiel passieren, dass beide Listen einfach alle Schlüsselwerte gleich A haben. Oder gleich B oder was auch immer. Alle Schlüsselwerte in beiden Listen sind identisch. Also nicht nur in jeweils einer Liste für sich identisch, nicht alle Elemente in List 1 gleich A und alle Elemente in List 2 gleich B, sondern in beiden Listen alle gleich A. Was passiert da? Da können wir, ja, was ist da der Aufwand? Da können wir doch jedes Mal Schluss machen, so im allerersten Moment. Wir gehen
die einen Elemente alle durch und können bei jedem Mal sofort beim ersten Mal Schluss machen. Und wir gehen die anderen Elemente von der anderen Liste 1 durch, alle durch und können bei jedem Mal sofort Schluss machen. Das heißt, was wir rauskriegen ist, sofort Schluss machen heißt, die einen werden durchlaufen, ohne dass da noch etwas Ernsthaftes passiert. Also nur ein Durchlauf der inneren Schleife jeweils und für die zweite Schleife dasselbe. Das heißt, hier haben wir eine, falls Duplikate erlaubt sind, haben wir eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Worst Case M mal N und dem Best Case M plus N. Darauf wollten Sie hinaus? Okay, danke für den Hinweis. Der Witz an der Sache ist, in der Vorbereitung hatte ich mir diesen Fall auch überlegt, aber in meinen Spickzettel nicht übertragen. Das war, danke dafür, dass Sie da meinen Spickzettel dann sozusagen, wie soll ich sagen, jetzt ja, ersetzt haben. Ansonsten, falls Duplikate nicht erlaubt sind, haben wir die Situation, wenn eine Liste Präfix der anderen ist, so weit waren wir jetzt gekommen, der erste größere Teil in der Methode sieht so aus und wir sind jetzt gerade beim zweiten größeren Teil. Die ersten M-Elemente haben wir wieder dieselbe Situation. Beim ersten Element ist beim ersten Element Schluss, beim zweiten Element ist beim zweiten Element Schluss und so weiter und so fort. Aber wir haben ja noch die anderen N-M-Elemente hier drin in der zweiten Liste. Und was passiert mit diesen N-M-Elementen? Ja, für die gibt es keine Entsprechung in der ersten Liste, weil die Entsprechungen sind ja dann alle schon durch das Präfix gefunden worden. Das heißt, hier müssen wir jedes Mal mal die gesamte Liste durchlaufen, die gesamte List 1 durchlaufen und kriegen diesen Ausdruck raus. Und was kommt da jetzt raus, wenn man das zusammenrechnet? M2, das kann ich mit dem hier verrechnen, plus M mal N, dann habe ich die Klammer hier aufgelöst und das eine Mal mit dem einen Mal hier verrechnet. Und M war das kleinere von den beiden, das heißt, was rauskommt ist Theta vom N mal N. So, und wenn Sie das jetzt mal vergleichen, wenn wir keine Duplikate erlauben, dann haben wir eine deutliche Diskrepanz zwischen Worst Case und Best Case. Ja, denken Sie wieder an Millionen oder Milliarden Listenelemente. Das macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob Sie diese Riesenzahlen multiplizieren oder nur addieren. Aber wenn Duplikate nicht erlaubt sind, dann ist der, da haben wir uns jetzt zwar angestrengt, hier uns ganz genau angeschaut, erstens, was der Best Case eigentlich ist und zweitens, wie man den berechnet. Und haben uns alle Mühe gegeben und kommen am Ende doch wieder nur auf Theta M mal N. Der Worst Case und der Best Case sind asymptotisch derselbe für diese Methode in dem Fall, dass wir keine Duplikate in den beiden Listen haben. Tja, schade, haben wir uns Mühe gegeben, da im Best Case was Besseres hinzukriegen, aber die Welt ist halt wie sie ist. So, damit bin ich mit. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz sagen, diese Beispielmethoden sind nicht identisch zu Methoden, zu Beispielen, die Sie auf dem dritten Übungsblatt finden, aber sehr stark daran angelehnt und davon inspiriert. Also die Dinge, die ich hier anspreche, sind auch die Dinge, die Gedanken, die ich mir hier laut mache, sind auch die Gedanken, die Sie sich machen sollten beim dritten Übungsblatt. Gibt es zu dieser Methode und ihrer Komplexitätsanalyse Fragen? Gut, jetzt eine kleine Variation der Problemstellung. Wir haben wieder symmetrische Differenz zweier Listen, aber diesmal nicht beliebige Listen, sondern sie müssen beide identisch sortiert sein. Aufsteigend sortiert nach demselben Schlüssel. Und hier greift natürlich das, was der Kommilitone vorhin gesagt hat, also spätestens hier werden wir wohl einen Comparator brauchen, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
Wie üblich, korrekt gebildete Listen, die auch leer sein können. Der Comparator soll natürlich was leisten, der soll nicht null sein. Und beide sollen identisch sortiert sein. Das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weisen kurz und bündig ausdrücken, was man damit exakt meint. Eine Möglichkeit ist, dass ich einfach sage, sollten x in List x und y in List 1 vorkommen, in dieser Reihenfolge, x vor y, vielleicht mit einer Million Elemente dazwischen, ist egal, dann wird x nicht nach y in der anderen Liste kommen. So kann man das zum Beispiel ausdrücken, dass die beiden identisch sortiert sind, was man damit konkret meint. Das heißt also, wenn wir zwei Elemente in der einen und wieder in der anderen Liste haben, dann müssen die beiden in derselben Reihenfolge sein. So. Wieder eine Liste der Schlüsselwerte, die die symmetrische Differenz bilden, wenn wir List 1 und List 2 als zwei Mengen von Schlüsselwerten auffassen. Hier habe ich mich jetzt dazu entschieden, eine Garantie zu geben. Das heißt also, wer immer, entweder ich selber oder sonst jemand, später diese Methode ändert, die Implementation dieser Methode ändert, muss, um den Vertrag zu erfüllen, dafür sorgen, dass diese veränderte Implementation immer noch dieselbe Reihenfolge der Elemente liefert. So, ist alles nicht so kompliziert, wie es hier aussieht. Sie sehen, das Wesentliche ist so eine kleine Kaskade von Vollunterscheidungen, die sehr natürlich sind, die Sie auch bei lexikografischem Vergleich schon gesehen haben. Ist alles nur halb so problematisch. Ich habe mir die Freiheit genommen, hier nicht public, wir können es auch private machen. Wir hatten letztes oder vorletztes Mal eine Diskussion dazu, ob wir nicht so eine Methode sogar dann private machen sollten, in derselben Klasse. Wir haben eine Hilfsmethode drin, die ein Append anhängen, die bekommt ein Listenelement mit dem programmatischen Namen Tail, Schwanz, Ende der Liste, erwartet auch, dass dieser Pointer auf das Ende einer Liste zeigt, also dass danach Null ist, und fügt ein neues Element hinten an dieses Ende der Liste an mit diesem Schlüsselwert. Sie kennen das. Wir hängen dieses neue Element an, hinten an den Schlüsselwert. Sollte der Nutzer dieser Methode das falsch gemacht haben, sollte das tatsächlich nicht das Ende einer Liste sein, sollte es danach weitergehen, dann ist hier Trauer, denn hier würde ja dann der Rest der Liste verloren gehen, der noch bei Tail hinten dran hängt. Also es sollte darauf geachtet werden, wenn die Methode verwendet wird, dass Tail wirklich auf das Ende, das absolute Ende einer Liste verweist. So, in das neue Element speichern wir den Schlüsselwert ein und liefern das neue Ende der Liste zurück. Habe ich hier gar nicht geschrieben, den Rückgabetyp. So. Gut, und was macht die Methode selber? Der gebe ich jetzt etwas anderen Namen, nicht mehr Symmetric Difference, sondern Symmetric Difference Sorted, um anzudeuten, dass es eben um so einen sortierten Fall handelt, mit einem Comparator als zusätzlichen Parameter, um die Sortierreihenfolge zu überprüfen. So, das kennen Sie schon hier, was ich hier gemacht habe. Ich richte einen Dummy-Kopf der Liste ein, wo ich dann das erste Element der Liste und dann alle weiteren hinten ranhängen werde. Und dieser Dummy-Kopf ist am Anfang natürlich auch das Ende der Resultateliste, der Ergebnisliste, deshalb auf den Dummy-Kopf gesetzt. Und muss daran denken, dass ich hinterher dann nicht den Dummy-Kopf, sondern eben das nächste Element in der Liste, was das erste echte Element der Liste ist, dass ich das zurückliefere. So, und dann gehen wir einfach P1 und P2 durch. Jetzt, wenn wir wissen, dass die beiden Listen nach demselben Schema sortiert sind, das wir im Comparator dann auch drin haben, in dem Fall
können wir die Komplexität, die Laufzeit, die asymptotische Komplexität deutlich reduzieren durch eine intelligentere Implementation. So, wir laufen durch beide Listen durch, also solange eine der beiden Listen noch nicht zum Ende durchgelaufen ist, sind wir noch nicht am Ende mit dieser Schleife und fangen jetzt, das haben Sie zumindest beim lexikografischen Vergleich sehr, sehr ähnlich gesehen, fangen die verschiedenen Fälle ab. Jetzt kann es sein, dass beispielsweise P1 schon am Ende der Liste, Liste 1 angekommen ist, aber P2 noch nicht. Ja, oder es kann umgekehrt sein. Oder wenn ab hier wissen wir jetzt, dass weder P1 noch P2 am Ende angekommen sind, keiner von beiden ist 0, sodass wir ab jetzt hier Vergleiche anstellen können. Wenn der eine Schlüsselwert kleiner ist, passiert das. Wenn der andere Schlüsselwert kleiner ist, passiert das. Und im sonstigen Fall, wenn beide gleich sind, passiert, was man natürlich nicht mehr abprüfen muss, weil wir vorher kleiner und größer abgeprüft haben, brauchen wir jetzt auf Gleichheit nicht mehr testen, passiert noch was. Hier dieses I-Punkt, E-Punkt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist im Englischen recht gebräuchlich, im Deutschen nicht mehr ganz so gebräuchlich. Es steht für Lateinisch it est, heißt, das heißt auf Deutsch, und im Englischen würde man that is aussprechen. So, was ist die Logik des Ganzen? Um zu verstehen, was der Gedanke hinter dieser Schleife ist und warum diese Schleife funktionieren kann, beziehungsweise um zu verstehen, ob die Schleife tatsächlich den Gedanken dahinter implementiert oder ob da irgendwo ein Fehler drin ist, müssen wir eine gute alte Bekannte wiedersehen, nämlich die Invariante. Müssen wir uns klar machen, was ist eigentlich die konkrete Situation hier? Wir haben P1 und P2 immer an irgendwelchen Stellen stehen. Am Anfang auf dem Kopf der jeweiligen Liste und am Ende dann hinter das Ende der Liste. So, jetzt sind P1 und P2 irgendwo mittendrin auf den beiden Listen. Was ist die Bedingung für die Situation, die uns sagt, dass das Ganze korrekt ist oder die uns erlaubt zu überprüfen, ob die ganze Methode, die ganze Schleife korrekt ist? Die Bedingung, wir brauchen da jetzt nicht mehr weiter drüber nachzudenken, wir haben das ja in anderen Live-Codings gesehen, die Bedingung ist ganz einfach, dass alles, was wir schon mit dem einen Pointer, mit P1 überlaufen haben, was schon hinter P1 liegt, ist echt kleiner als der Schlüsselwert bei P2 und dementsprechend natürlich auch alles, was danach kommt. Und genau umgekehrt, symmetrisch, alles, was durch P2 schon durchlaufen worden ist, was hinter P2 liegt, ist echt kleiner als der Schlüsselwert bei P1 und alles, was danach kommt. Durch die aufsteigende Sortierung kann ich natürlich sagen, und alles, was danach kommt, weil ich mir sicher sein kann, weil das alles nur größer gleich dem Schlüsselwert bei P1 ist. So, und das im Hinterkopf können wir jetzt genauer überprüfen. Wenn P1 gleich 0 ist, naja, da wo P2 drauf steht, das kann nichts mehr haben, mit was gleich ist. Da kann es kein gleiches Element in der ersten Liste mehr geben, also können wir blindlings den Schlüsselwert, auf dem P2 steht, hinten anhängen. Müssen natürlich daran denken, dass wir dann P2 um 1 fortschalten, weil dieses Element haben wir jetzt beendet, haben wir abgearbeitet, es geht weiter. Und das hier ist einfach spiegelsymmetrisch, nach derselben Logik, wenn P2 0 ist, wenn also P2 ans Ende, hinter das Ende der Liste, List 2 gelaufen ist, dann kann es in List 2 kein Element mehr geben, was gleich dem Schlüsselwert bei P1 ist, dann können wir also P1 blindlings anhängen. Und ansonsten haben wir die Vergleiche. Wenn der Schlüsselwert bei P1 kleiner ist als der Schlüsselwert bei P2, da kann keiner von denen, die schon von P2 überlaufen worden sind, kann gemäß Invariante jetzt gleich dem Schlüsselwert bei P1 sein.
Und P2 ist größer, also alles, was danach kommt, ist auch größer. Das heißt, auch hier können wir wieder blindlings, ohne dass wir diesen Schlüsselwert mit allen Schlüsselwerten in List 2 verglichen haben, können wir den anhängen. Und dieser Fall ist wieder symmetrisch. Und wenn beide gleich sind, dann wird die Invariante, können Sie sich klar machen, die Invariante erhalten, indem wir beide Pointer 1 vorwärts setzen in ihren beiden Listen. So, okay, so viel zur Korrektheit. Was aber eben nicht Thema des Live-Codings ist, wir kommen zur Komplexitätsanalyse. So, jetzt haben wir noch eine Unbekannte drin in diesem Fall, nämlich hier. Der hat natürlich auch eine gewisse Komplexität. Stellen Sie sich vor, der Datentyp T wäre jetzt nicht so was, was wir als Beispiele hatten, Integer oder so, sondern zum Beispiel String, und der Comparator würde lexikografisch vergleichen oder irgend sowas in der Form oder vielleicht auch ganz anders vergleichen. Oder denken Sie nochmal an Ihre Studierendenstammdaten als Beispiel. Erst wird der Nachname lexikografisch verglichen und wenn der gleich ist, dann der Vorname. Wie auch immer, das heißt also, dieser Comparator steuert etwas zur asymptotischen Komplexität bei. Und das formulieren wir einfach wieder durch Abkürzungen. Das kürze ich jetzt so ab, Tmax und Tmin, die Worst- bzw. Best-Case-Komplexität der Methode cmp.compare. Ja, machen wir uns hier ein, wir wissen ja nicht, was der Datentyp Groß T überhaupt ist. Vielleicht ist das jetzt schlecht, wenn ich das mit Groß T abkürze. Ich sollte es vielleicht eher, weil das ja auch der generische Parameter ist, nenne ich es erst eher C für Complexity. Wir wissen ja nichts über den Datentyp Groß T und wir wissen auch nichts über den Comparator, mehr als abstrakt den Worst Case und den Best Case benennen können wir ja hier wohl nicht. So, eine Beobachtung noch dabei. Die Abbruchbedingung greift erst dann, wenn beide Listen ganz durchlaufen sind. Das heißt also, egal was wir machen, egal ob Worst Case oder Best Case, in jedem Fall werden beide Listen ganz durchlaufen. Es gibt keinen Break vorher. So, was können wir dann für einen Worst Case angeben? Beide Listen werden durchlaufen. Die haben wieder die Längen M und N. Und im schlimmsten Fall brauchen wir bei jedem Vergleich, so viele Vergleiche haben wir schlimmstenfalls, es kann ja sein, dass wir so durch die beiden Listen durchlaufen, dass keiner von den beiden frühzeitig beendet wird. Der Worst Case ist der Fall, dass beide Verweise, was meine ich damit? Ich meine damit P1 und P2 zugleich ans Ende kommen. Also in jedem Durchlauf ein Vergleich mit cmp.compare. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist die Komplexität, die dann dabei herauskommen kann. Jedes Mal natürlich im Worst Case eingesetzt die schlimmste Komplexität, und das ist sogar mit Gleichheit nicht nur eine obere Schranke. Wir kommen noch zu einem Beispiel mit oberer Schranke und unterer Schranke, wo wir nicht genau angeben können mit Theta, wie die asymptotische Komplexität ist. So,
Vielleicht nur ganz kurz hier nochmal als Kommentar. Wir haben auf einer der Folien gesehen, beim letzten Mal, glaube ich, war das, ne, dass die Summe von zwei Funktionen, in diesem Fall identisch m, identisch n, auch identisch gleiche Komplexität hat wie das Maximum von beiden. Ja, das können Sie auf der entsprechenden Folie nachschauen, die wir beim letzten Mal diskutiert hatten. Ich weiß natürlich jetzt nicht die Nummer oder so etwas. So. Nur als Bemerkung am Rande, dass man es natürlich auch so hätte schreiben können. Die Summe zweier Summanden und zwei Argumente und das Maximum zweier Argumente haben dieselbe asymptotische Komplexität. So, wie sieht jetzt der Best Case aus? Der Best Case ist der Fall, also eigentlich von der Logik her unterscheiden sich Best Case und Worst Case überhaupt nicht, weil in jedem der beiden Fälle gehen wir beide Listen ganz durch. Eigentlich sieht es fast dasselbe aus. Nur der Unterschied ist der, dass die Komplexität, und ich glaube, ich habe jetzt wieder groß T statt groß C geschrieben. Ich wollte das hier abändern. Sie hatten noch eine Frage? Moment, Entschuldigung. Bitte? Genau, wenn Sie irgendwie argumentieren, man hätte nur die Hälfte aus diesen oder jenen Gründen oder in dieser oder jenen Situation, die Hälfte ändert nichts an der Asymptotik. So, ich habe irgendwas da gehört noch. Jemand wollte noch was sagen? Bitte? Okay, Best Case wäre, das ist ein interessanter Punkt. Den würde ich gerne jetzt aufgreifen. Die Aussage war, Best Case ist der Fall, wo beide Listen identisch sind. Der Punkt, den ich da zu kritisieren habe, ist der, Sie erinnern sich, darauf hatte ich ja rumgeritten gerade eben, auch der Best Case ist eine Funktion in M und N. Und wenn Sie jetzt sagen, beide Listen sind identisch, dann heißt es, Sie betrachten nur den Fall M gleich N. Sie müssen aber für jede Kombination von M und N einen Best Case angeben. Das ist, Sie sehen das Problem? Genau, jetzt kommen wir wieder zu solchen Argumenten. Also wir müssen M und N variabel halten. Wir können nicht beide gleichsetzen oder sonst irgendwas dazu, da Bedingungen dran stellen. Bitte nochmal. Okay, das ist dasselbe, was der Kommilitone hier vorne gesagt hat, was Sie wahrscheinlich nicht gehört haben. Das eine wäre Präfix des anderen. Überlegen wir uns nochmal ganz kurz, ist das der beste Fall, der hier auftreten kann? Dann gibt es so viele Vergleiche, wie die kleinere Liste lang ist und danach geht es ohne Vergleiche weiter. Also ohne die teuren Vergleiche mit dem Comparator, nur die billigen Vergleiche mit gleich Null. Und der Fall, dass eine Liste Präfix der anderen ist. Hier auch wieder OBDA, List 1 Präfix von List 2. Was kriegen wir dann da raus? Theta von oder nee, man braucht es nicht mit OBDA machen. Man braucht es überhaupt nicht mit OBDA machen. Wir können das auch so ausdrücken, denn wir können ja das Minimum hernehmen, die kürzere der beiden Listen mal C min. Ja, hier macht es natürlich Sinn, die minimale Komplexität vom Comparator einzusetzen. Und dann müssen wir gucken,
Wir haben dann noch so viel, wie die längere Liste Restliste hat, an Operationen durchzuführen, wo bei der Comparator keine Rolle mehr spielt. Das heißt, wenn die zweite Liste die größere, die längere ist, dann hätten wir noch n-m-Operationen und ansonsten hätten wir m-n-Operationen und das Maximum von beiden müssen wir hier an dieser Stelle nehmen, nicht? Hier haben wir das Minimum. Sie können auch den Betrag nehmen, stimmt. Man kann es auch noch abkürzen, wir können hier den Betrag einsetzen. Absolut richtig. Das ist das, was wir noch an Operationen haben, wo nicht der Comparator involviert ist. So, jetzt ist das, was ich hier geschrieben habe, etwas zu vorschnell, etwas zu burschikos oder wie soll ich das nennen, zu frech. Denn ich hatte ja gesagt, wir wissen nichts über den Comparator. Gar nichts. Ist ja völlig generisch. Und über den Datentyp T. Ja? Es kann durchaus sein, dass es auch im schlimmsten Fall gar nicht in jedem einzelnen Vergleich die maximale Komplexität auftreten kann. Ja? Dass die Elemente der beiden Listen so sind, dass der schlimmste Fall nicht jedes Mal auftreten kann. Ja, wir wissen nichts. Und deshalb ist es eigentlich nicht ganz seriös, wenn wir hier Theta schreiben, sondern wir können nur sagen, in jedem einzelnen Vergleich ist die Komplexität höchstens C max. Also O von. Beschränkung nach Abschätzung nach oben und hier entsprechend symmetrisch Omega von. Denn wir können hier nach demselben Argument nicht sagen, ob es überhaupt möglich ist, dass in jedem einzelnen Vergleich C-min vorkommt. Gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, noch ein bisschen. Dann schaffen wir noch, zumindest wenn jetzt zu dieser Methode keine weiteren Fragen mehr sind, schaffen wir dann noch Fibonacci rekursiv. Kennen wir, ne? Haben wir alle schon so und so viel mal gesehen. Höchstens 92. Das ist die rekursive Implementation. Und hier interessiert uns natürlich auch, was ist denn die Komplexität im Best Case und im Worst Case? Best Case und Worst Case macht eigentlich in dem Fall. Hallo? Best Case und Worst Case macht eigentlich in dem Fall gar keinen Sinn, die Unterscheidung. Der Parameter ist n und wenn n festgelegt ist, ist auch festgelegt, was die Methode macht. Sie macht immer dasselbe. Das heißt also, wir können hier schreiben Worst Case gleich Best Case. Gleich, ich schreibe es mal so, any case. Jeder beliebige Fall. So, was uns jetzt aber hier interessiert, ist, wie können wir diesen einen Fall, der überhaupt vorkommt, in Abhängigkeit vom Parameter n, wie können wir den greifen? Wo ist denn der? Wie schnell? Wir wissen, es wächst grausam schnell, die Komplexität, aber wie grausam schnell wächst sie denn? Und da machen wir uns mal zunächst ein paar theoretische, mathematische Gedanken. Ab n gleich 2 greift die Rekursionsformel für n gleich 0 und n gleich 1, das sind die beiden Rekursionsabbrüche. Machen wir uns erst einmal Gedanken, die Komplexität für n lässt sich ausdrücken, zumindest abschätzen. Nach oben und nach unten. Wodurch lässt sie sich abschätzen? Na, wir rufen hier Fibonacci mit n-1 und Fibonacci mit n-2 auf. Das heißt also die Komplexität von n-1. Die kriegen wir automatisch durch diesen rekursiven Aufruf nochmal hier reingewirkt. Also wirkt wie würgen, nicht wie wirken.
Und dasselbe natürlich nochmal mit n-2. Ja, also durch den rekursiven Aufrufe kriegen wir nochmal die beiden Komplexitäten mit den beiden Parametern rein und dann noch irgendeine Konstante c1. Das Schlimmste, was uns in einem einzelnen rekursiven Aufruf hier passieren kann an Laufzeit, soll diese Konstante c1 sein. Und genauso umgekehrt, c von n-1 plus c von n-2 plus irgendeine Konstante c2, das Beste, was uns irgendwie passieren kann. Also die Komplexität die Laufzeit eines einzelnen Aufrufs, eines einzelnen rekursiven Aufrufs, ist irgendwo zwischen c1 und c2, also zwischen c2 dem unteren und c1 dem oberen. Und dann können wir jetzt anfangen zu rechnen. Ich kopiere das mal hier rüber nochmal als den Anfang der Rechnung. Das hier kann ich doch ersetzen durch 2 mal Komplexität von n-1, nicht? Also die Komplexität von n-2 plus c1 ist doch bestimmt nicht mehr als die Komplexität von n-1. Also wir sind auf der sicheren Seite, wenn ich das nach oben abschätze, durch 2 mal Komplexität von n-1. Und jetzt haben wir eine Rekursionsformel für die Komplexität, die wir weiterdenken können. Das wäre dann 4 mal Komplexität von n-2, nicht plus, sondern kleiner gleich. Das wäre dann 8 mal Komplexität von n-3, immer dieselbe Logik. So, vielleicht als generischen mathematischen Term, diese 3 ist der Exponent bei dieser 8, das heißt 2 hoch irgendein h mal Komplexität von n-h. Das ist der allgemeine Term. Und wo endet das Ganze? Das endet bei 2 hoch irgendwas mal c von 1. Ja, da geht es ja nicht mehr weiter mit der Rekursionsformel. Da ist Rekursionsanker. Was kommt hier hin? Was müssen wir hier hinschreiben? Da müssen wir hinschreiben n-1, nicht? Wir bleiben bei 1 stehen und nicht bei 0 und diese 1 müssen wir hier oben nochmal haben. So, und was ist das? Das können wir nochmal schreiben wie 0,5 mal c1 mal 2 hoch n, und dann sehen Sie ganz deutlich, die Komplexität von der Fibonacci-Auswertung der Rekursiven können wir nach oben auswerten durch 2 hoch n. Eine Funktion, von der wir wissen, dass sie grausam schnell wächst. Sie erinnern sich, 2 hoch 10 ist 1000 ungefähr, 2 hoch 20 eine Million, 2 hoch 30 eine Milliarde und so weiter. So, aber das ist nur nach oben abgeschätzt. Ja? Wir haben ja hier kleiner gleich überall gesetzt und wir wissen nicht, wie groß der Fehler ist, den wir damit machen. Also nur O von 2 hoch n. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was passiert umgekehrt? Wie scheußlich mindestens wächst die Fibonacci, der Komplexität der Fibonacci-Methode rekursiv? Naja, hier können wir jetzt eine ähnliche Vereinfachung machen, nämlich 2 mal c von n-2. Ja, also c von n-1 plus c2 ist sicherlich mindestens so groß wie c von n-2, das heißt, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir das nach oben unten abschätzen, durch 2 mal c n-2.
Und das können wir auch, weil jetzt haben wir auch wieder eine Rekursion von cn auf cn-2 in diesem Fall. Vorerst beim ersten, bei der Abschätzung nach oben, hatten wir von cn nach cn-1, jetzt nach cn-2. Das heißt also, jetzt hätten wir 4 mal cn-4, beziehungsweise machen wir nochmal eins weiter, 8 mal cn-6. Und dann sehen Sie wieder vergleichbares Bildungsprinzip. Die 3 war der Exponent hier. Hier steckt die 3 als Exponent natürlich auch drin. Das heißt, das allgemeine Bildungsprinzip sieht jetzt wie aus? 2 hoch h mal c von n minus 2h. Das können wir immer weiter habe ich die Ungleichungen umgedreht. So muss es natürlich sein. So. Und wo landen wir in diesem Fall? Wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob wir hiermit bei 0 oder bei 1 landen. Ne? Wenn n gerade ist, dann landen wir hier bei 0 am Ende mit n-2h. Wenn n ungerade ist, landen wir damit bei 1. Ach, die Fallunterscheidung, die brauchen wir nicht explizit zu machen. Das ist ja eben, das kann ja nicht der große Unterschied sein, ob wir jetzt am Ende bei 0 oder bei 1 landen. Also machen wir es einfach so, am Ende multipliziert mit einer Konstanten, in der dann die Komplexität drinsteckt. Von dem Fall 0 und von dem Fall 1, vom besseren dieser beiden Fälle. So, jetzt umgedreht, wenn wir hier in zweier Schritten gehen und hier in einer Schritte, dann kommen wir hier in einer Schritten runter, wenn wir hier in halben Schritten gehen. Das heißt, wir kommen hier auf n halbe. Und dann sehen wir sie auch hier wieder. Die Komplexität lässt sich nach oben abschätzen durch 2 hoch n, nach unten abschätzen durch 2 hoch n halbe. Das ist zwar schon dramatisch besser als 2 hoch n, aber immer noch dramatisch schlecht. Ja, was 2 hoch n halbe, wie schnell wächst das? Für n gleich 20 ist es 2 hoch 10, also 1000. Für n gleich 40 ist es 1 Million. Für n gleich 60 1 Milliarde. Für n gleich 80 1 Billion und so weiter und so fort. Ja, so viel besser als 2 hoch n ist das ja eigentlich auch nicht, wenn man das betrachtet. Nicht beides. Sowohl die Oberschranke als auch die untere Schranke ist jenseits von Gut und Böse. Also nicht empfehlenswert, Fibonacci rekursiv zu implementieren, außer für ganz, ganz kleine Zahlen, wenn man das unbedingt will. So, Sie sehen hier ein Beispiel, dann auch wieder, also wir haben, um das abzuschließen, Omega von 2 hoch, also von der Quadratwurzel von n, nicht? Das ist die Komplexität und Sie sehen hier, wir haben es nicht hingekriegt, mit so einem schönen Theta die Komplexität genau zu beschreiben, wie im letzten Beispiel, aber aus anderen Gründen müssen wir uns damit begnügen, ein O und ein Omega dahin zu schreiben. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Es gibt natürlich mathematische Erkenntnisse, wo ungefähr oder wo ziemlich genau die Wahrheit ist, aber das würde den Rahmen hier sprengen. So wichtig sind die Fibonacci-Zahlen für die AOD jetzt nun auch nicht, dass wir da tiefer einsteigen sollten. Das war das gute Schlusswort. Die letzte Methode gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Die geht dann ganz, ganz schnell. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken, auch dass Sie trotz der klimatischen Widrigkeiten außerhalb dieses Saales wie auch innerhalb dieses Saales dann trotzdem treu geblieben sind. Und wer noch nicht an der Umfrage teilgenommen hat,
würde ich mich freuen, wenn Sie dann doch noch an der Umfrage teilnehmen würden. Letztendlich in Ihrem eigenen Interesse, weniger in meinem Interesse. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche mit... Nee, stimmt nicht. Heute ist ja nicht Donnerstag, heute ist ja Dienstag. Sorry. Man darf ja mal träumen. Also, ich wünsche Ihnen noch heute einen schönen Tag und wir sehen uns dann am Donnerstag um Punkt 8 Uhr wieder. Bis dann.